Die Frage ist für mich, haben wir überhaupt als Linke einen Wohlstandsbegriff? Was verstehen wir überhaupt unter Wohlstand heute? Ich würde sagen, wir haben ihn nicht. Recht herzlich willkommen hier in den Räumen der Stiftung. Ich finde es gut, dass wir diese Tagung hier heute durchführen, aber ich finde, wir sollten darüber reden, wie wir sie sozusagen fortsetzen können. Das sage ich jetzt gleich mal sozusagen am Beginn. Ja, der Untertitel des Themas, also vielleicht sollte ich noch eins sagen, ich habe lange Jahre auch Umwelt- und Verkehrspolitik im Bundestag gemacht, in den 90er Jahren, dann auch im Landtag in Brandenburg, also insofern ist mir das Thema nicht ganz fremd. Der Untertitel der heutigen Tagung lautet Linke Perspektiven nach der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Naja, eine Voraussage kann ich machen, also nach der Enquete ist zumeist vor einer Enquete. Deswegen, ja, Ulla, Sabine, Uli, Norbert, also wir brauchen euch auch künftig noch, weil ich glaube, die Arbeit wird mit dieser Enquete bei weitem nicht abgeschlossen sein, das Thema wird bei weitem nicht abgearbeitet sein. Da sollten wir also weitermachen. Zumal, es ist ja auch nicht die erste Enquete, die sich mit Thema Klimawandel, Schutz der Erdatmosphäre und so weiter beschäftigt. Ich war selbst Mitglied der Enquete Schutz der Erdatmosphäre, die es bereits in der Wahlperiode bis 90 gab und dann nochmal ab 90 im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Rio-Gipfels. Und ich selbst habe sowohl diese Enquete als auch den Gipfel und alles, was sich so drumherum gerankt hat, als eine Phase erlebt, die ein Stück weit Aufbruch war im ökologischen Denken, Aufbruch in Sachen Nachhaltigkeit, Weiterdenken, Zukunftsvisionen zu entwickeln. Und was wir uns heute fragen könnten, ist sicher, was ist von diesem Aufbruch übrig geblieben? Also ich würde einfach mal sagen, recht wenig, leider recht wenig. Weil man kann sich das gerne nochmal hernehmen, die Schlussfolgerung, die zum Beispiel die Enquete-Kommission Schutz der Erdatmosphäre am Ende ihrer Arbeit 1994 gestellt haben, die waren sehr weitreichend, was die Frage Reduzierung der CO2-Emissionen anbetrifft, was die Wirkungen, die Schlussfolgerungen für einzelne Politikfelder anbetrifft, also angefangen von Städtebau, Raumplanung, Landwirtschaft, Verkehrspolitik und so weiter und so fort. Die Schlussfolgerungen waren aus meiner Sicht sehr weitreichend, also auch vorgeschlagene Sofortmaßnahmen zum Beispiel, da sage ich gleich, die sind so nicht umgesetzt worden. Aber das, was in diesem Bericht tatsächlich sozusagen vereinbart war, kann man heute noch nachlesen und ich glaube, darauf kann man heute noch verweisen. Und hinzu kommt, dass wir in diesem Zusammenhang ja auch die Entwicklung des Agenda-Prozesses hatten, also das, was sozusagen global denken, lokal, regional handeln anbetrifft, es sind Agenda-Prozesse entstanden, Agenda-Gruppen entstanden. Davon gibt es leider nur sehr, sehr wenig. Die sich sozusagen in Kommunalpolitik aus der Sicht tatsächlich, was können wir vor Ort klimapolitisch, was können wir umweltpolitisch, verkehrspolitisch, was können wir an Alternativen tatsächlich denken und einbringen in diese Politik. Davon ist leider relativ wenig übrig geblieben. Hier bräuchten wir, glaube ich, mal wieder so einen richtigen Push an dieser Stelle, weil ich denke, dass dieser Prozess nur funktionieren kann. Und das war der Ansatz damals auch des Rio-Prozesses. Er kann nur funktionieren, wenn er tatsächlich von unten aufgebaut wird. Und wenn er von unten befördert wird und immer wieder dieser Druck von unten kommt, allein von oben, von den Regierenden, ist es nicht zu machen. Das war damals auch die Zeit, wo die Regierenden meinten, sich sozusagen mit dem Thema Umweltpolitik, Klimaschutz profilieren zu können, aber mehr war es am Ende auch nicht. Wir hatten in der Wahlperiode, dann 13. Wahlperiode, gab es diese Enquete Schutz des Menschen und der Umwelt. Die hatte sich unter anderem zum Ziel gestellt oder hatte als Grundlage für die Beratung formuliert, dass der Strukturwandel in Wirtschafts- und Gesellschaftssystem erforderlich sei. Schaut man aber dort auf die Schlussfolgerungen in dem Abschlussbericht der Enquete-Kommission, bleibt er weit hinter dem von 94 zurück. Es gab dann nochmal eine Enquete ab 98 zu nachhaltiger Energieversorgung, aber auch da relativ schwach tatsächlich vertreten. Im Übrigen in den Wahlperioden 2002 bis 2009 gab es keinerlei Enquete-Kommission im Bundestag, die sich mit Fragen von Klimapolitik, Umweltschutz, ökologischen Ansätzen überhaupt beschäftigt. Das war dann die Zeit der harten sozialen Auseinandersetzungen, dann Beginn der Finanzkrise und so weiter. Da meinte man, dass andere Themen scheinbar wichtiger sind. Und ich denke auch, dass es
bis heute so ist, dass es ein schwieriges Unterfangen ist. Das, was sozusagen an Themen, an Konflikten da ist im Zusammenhang mit der Finanzkrise und so weiter, das zusammenzubringen mit Fragen, die sich um den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen befassen, mit Weltentwicklung der Weltwirtschaft und so weiter. Ich glaube, dass die Zeit heute sehr schwierig ist, das sozusagen in einem Kontext zu betrachten und tatsächlich in einen Kontext zu stellen, wo es genau hingehört. Und grundsätzliche Fragen werden aus meiner Sicht nicht gestellt, beziehungsweise sie werden gestellt, aber werden unzureichend beantwortet. Das ist beispielsweise die Frage nach dem Wachstum. Das ist nach wie vor ein Fetisch, den man vor sich herträgt, so nach dem Motto, also Wachstum bringt Wohlstand und löst dann irgendwann alle anderen Probleme von selbst. Und von diesem Denken würde ich die Linke nicht ganz ausnehmen. Ich denke, dass wir zu ängstlich sind, wenn es darum geht, über Visionen nachzudenken, mal weiterzudenken als nur die nächsten 2, 3, 4 Jahre, also meinetwegen in Wahlperioden zu denken. Das wird dort deutlich, wo wir über Kohlepolitik, über Energiepolitik zum Beispiel reden. Nun komme ich aus Brandenburg, ist vorhin gesagt worden, wir haben dort die Auseinandersetzung gehabt. Seit Anfang der 90er Jahre gibt es Diskussionen in Brandenburg um die Frage, wie muss eigentlich Ausstieg aus der Kohle erfolgen, was kann man in Brandenburg leisten. Und ich glaube, dass wir in Brandenburg und Dieter Klein, wir kämpfen an der Stelle schon sehr lange miteinander, nicht gegeneinander, Gott sei Dank. Wir haben in Brandenburg tatsächlich ein großes Potenzial an Möglichkeiten, energiepolitische Alternativen, Visionen zu denken. Also ein wissenschaftliches Potenzial. Wir haben Arbeitskräfte, die sozusagen auf diesem Gebiet tätig sind. Wir haben die klare Ansage, die Kohle ist irgendwann alle. Das heißt, man muss sich eigentlich kümmern darum, wie muss Energiewirtschaft der Zukunft aussehen. Und wir hatten dann in den Mitte der 90er Jahre mal so eine Idee entwickelt, Brandenburg und insbesondere die Lausitz als das Zentrum der Braunkohleindustrie, so als Silicon Valley der Energie, der modernen Energiewirtschaft zu entwickeln. Steffen kann sich auch daran noch erinnern. Das war so eine Idee, die wir hatten, die wir so in einem, muss ich allerdings auch sagen, relativ kleinen Kreis diskutiert haben und wo wir ganz überzeugt waren davon, dass das könnte die Zukunft auch für Brandenburg sein. Es blieb ein kleiner Kreis, wie überhaupt, glaube ich, so ein visionäres Denken nach wie vor bei der Linken eher sozusagen das Hobby einiger weniger ist. Einige weniger Politikerinnen und Politiker, die sich damit befassen und die darum kämpfen und die ganz tolle Ideen haben, aber die oftmals alleingelassen sind in ihrem Denken. Und die Auseinandersetzung unter anderem mit CCS in Brandenburg macht genau das deutlich. Weil CCS ist sozusagen das Festhalten an alten konventionellen Energieträgern, heißt sozusagen ein Verbrauch von Ressourcen an dieser Stelle, der viel wichtiger wäre, zum Beispiel in Sachen Forschung, was Speichertechnologien anbetrifft und so weiter und so fort. Und ich bin froh, dass CCS weitgehend gescheitert ist. Ich bin nicht froh, dass ich einen Wirtschaftsminister in Brandenburg habe, der mit am längsten daran festgehalten hat. Und bin auch nicht froh, dass wir ja nach wie vor ein Gesetz haben. Wir haben ja ein CCS-Gesetz, muss man so deutlich sagen. Und dass dann die Ansage ist, na gut, in Brandenburg nicht, aber in Polen vielleicht oder wo auch immer. Also ich hätte mir dort eine klarere Position gewünscht, eine deutliche Ansage mit uns nicht, weil wir wollen aussteigen und wir wollen tatsächlich in Richtung alternativer Energiewirtschaft gehen. Also wir haben aus dem, was an Potenzial unter anderem in Brandenburg da war, aber nicht nur da, haben wir einfach zu wenig gemacht. Also das, was an Visionen denkbar gewesen wäre, zu wenig gemacht. Verkehrsvermeidung, Sabine, ich glaube, da können wir beide ein Lied von singen. Das ist ein Wort, was nur sehr ungern in den Mund genommen wird. Ich kann mich erinnern, wir hatten Anfang der 90er Jahre ein tolles Verkehrskonzept, wo wir mal versucht haben, so ein Gesamtkonzept aufzulisten, um mal deutlich zu machen, wenn wir über Verkehrsentwicklung sprechen, wenn wir über Schadstoffemissionen sprechen, wenn wir darüber reden, wir brauchen Verkehrsverlagerung, Vermeidung und so weiter und so fort. Wie greift das eigentlich ein in andere politische Bereiche, also bis zur Raumordnung, Städteplanung, Steuerpolitik und so weiter. Also all das ist davon erfasst. Wir haben so ein Konzept mal vorgelegt, es ist im Wesentlichen, es ist eine schöne Broschüre geworden damals, wir haben die in kleineren Kreisen diskutiert, aber es ist nicht Teil einer linken Gesamtkonzeption geworden, was ich mir sehr gewünscht hätte. Es ist auch nicht weiterentwickelt worden. Ich glaube, Sabine,
ich sage das jetzt mal an unsere Verkehrspolitikerin, wenn ihr mal gestattet, an Sabine, aber ich meine uns natürlich alle dabei, dass ich glaube, dass es sich sehr wohl lohnt, tatsächlich an dieser Stelle auch weiterzuarbeiten, weil da so die Zusammenhänge auch deutlich werden, welche Fragen, welche politischen Entscheidungen eigentlich womit tatsächlich verwoben sind, um zu einem Gesamtkonzept auch zu kommen. Oder Thema Lebensweise spielt in linker Politik so gut wie keine Rolle. Das haben wir immer mal bei Landwirtschaft, spielt das eine Rolle. Da kommt mal ein bisschen vegetarische Lebensweise dahin. Da sind wir oft ziemlich allein, also relativ selten oder relativ wenige. Aber dass wir mal sozusagen in die Kritik einsteigen, in herrschende Lebensweise oder in Vorstellungen, in das, was sich sozusagen inzwischen als normal entwickelt hat, also weiß ich, Erdbeeren zu Weihnachten, Spargel im Januar, weiß ich, dass es mindestens dreimal in der Woche Fleisch geben muss, dass die Fernreisen und so weiter, Fleisch muss so billig wie möglich sein und so weiter und so weiter. Wir thematisieren es nicht als Linke. Also ich bringe es wirklich um, wir thematisieren es nicht, dass es hier auch um Lebensweise geht, die wir ansprechen sollten. Und wo die Frage ist, was ist eigentlich heute lebenswert, was ist eigentlich heute Lebensqualität? Dass es immer schneller gehen muss, dass wir immer erreichbar sein müssen. Also ich bringe mal alle diese Punkte mit an. Jetzt weiß ich, wenn meine Familie hier sitzen würde, die würde sagen, ausgerechnet du musst das sagen. Verkürzung von Arbeitszeit. Okay, langsamer mal denken, auch mal ausruhen. Okay, meine Familie ist Gott sei Dank nicht hier, aber ich finde, wir müssen alle darüber nachdenken. Weil wozu führt denn eigentlich diese Art von Lebensqualität, die wir offenkundig jetzt akzeptieren, als normal? Wohin führt denn die dazu? Die führt doch eher dazu, dass wir eher oberflächlich werden in dem, was wir uns erarbeiten, so wie wir leben. Die führt doch dazu, dass vieles verloren geht. Auch an Lebenswerten. Auch das, glaube ich, muss man thematisieren an einer Stelle. So, Wohlstand wird heute ja oftmals tatsächlich so verstanden. Immer mehr haben, immer schneller, überall alles zu haben, alles erreichen zu können. Und die Frage ist für mich, haben wir überhaupt als Linke einen Wohlstandsbegriff? Was verstehen wir überhaupt unter Wohlstand heute? Ich würde sagen, wir haben ihn nicht. Aber es würde sich lohnen, zum Beispiel über Wohlstand, Lebensqualität, insofern ist es ja Teil der Beratung heute, aber darüber wirklich mal tiefer nachzudenken und auch mal den Stachel zu lücken. Also nicht nur, ich weiß ja, dass wir, wenn wir über Wachstum, ja, also Wachstum, klar, wir reden nicht mehr, aber Wachstum so in den Löhnen und so weiter, reden wir. Also das heißt, wir wollen ihn ja nicht ganz vermeiden, den Wachstumsbegriff. Ist das so korrekt? Müssen wir vielleicht doch über einen anderen, brauchen wir etwas anderes, auch an Begriffsbestimmung, weil Wachstum ist für viele höher, schneller, weiter oder wie auch immer. Und nicht wirklich Qualität zu hinterfragen, Inhalte zu hinterfragen. Und wenn wir, sag mal, tatsächlich mal über so einen linken Wohlstandsbegriff denken, können wir den unabhängig von Askese denken. Weil für manche ist es Askese, Verzicht. Wir wollen nicht mehr so viel oder so. Also kann ich auch Einschränkung, Verzicht auf manch Liebgewordenes, Verlangsamung, Rückbesinnung, also kann das nicht tatsächlich von uns offensiver thematisiert werden? Ich hab das Gefühl, wir machen das viel zu verschämt, wir trauen uns nicht und wissen doch aber eigentlich alle, dass das sehr wohl etwas ist, was viele Menschen bewegt, wo viele auch Antworten suchen dazu. Und was ich wichtig finde, ist, dass wir das thematisieren sollten, tatsächlich nicht aus elitärer Sicht. Also sozusagen von oben herab, wir haben alles und jetzt nehmen wir uns mal dieses Themas an, sondern nicht aus elitärer Sicht heißt dann für mich auch tatsächlich das Miteinander, also im Dialog zu diskutieren, mit anderen zu. Auch mal zu hören, wenn wir über Arbeitszeitverkürzung sprechen, wie sieht das zum Beispiel jemand, der Hartz-IV-Empfänger ist? Der sieht es möglicherweise anders. Aber vielleicht haben wir gerade aus der Arbeitszeitverkürzung auch eine Antwort darauf. Auch für Hartz-IV-Empfänger oder für diejenigen, die so voll im Arbeitsprozess eingekloppt sind, dass sie nicht mehr wissen, nicht mehr ein- noch auswissen. Also Dialog miteinander zu suchen, Ausweg aus dieser Wachstumslogik zu finden. Ich finde, im aktuellen Parteiprogramm waren wir da nicht schlecht.
Und da haben wir formuliert, als Linke, ein sozial-ökologischer Umbau bedeutet, den Wachstumsdruck, der aus übermäßiger Profitorientierung und ungerechten bedrückenden Verhältnissen resultiert, aus Gesellschaft und Wirtschaft herauszunehmen. Darüber, finde ich, könnte man weiter nachdenken. Das kann man jetzt ausformen, ausformulieren. Ja, nur im Entwurf vom Wahlprogramm findet sich das nicht. Da findet sich Wachstum an einer Stelle, da geht es um ländliche Räume, also hat nicht wirklich dann mit Hinterfragen von Wachstum zu tun, da findet sich das gar nicht. Ich glaube, dass wir da dringend nachbessern sollten miteinander, weil ich glaube schon, dass ein Wahlprogramm nicht nur etwas sein sollte, auch für Linke, nicht nur etwas sein sollte, was man sozusagen für die nächsten 4 Jahre anpeilt, sondern ich denke, dass eine Grundlage für ein Wahlprogramm muss auch etwas sein, was darüber hinausgeht. Also was tatsächlich auch über eine Wahlperiode hinausgeht und sagt, und gut, und was können wir dann in dieser Wahlperiode, welche Schritte könnten wir in dieser Wahlperiode gehen? Aber was muss eigentlich sozusagen, was ist das Visionäre? Und ich meine, dass solche Fragen viel mit linker Politik zu tun haben. Das könnte so ein Stück weit, weil wir suchen ja immer noch Alleinstellungsmerkmalen und so weiter, Vorstellung einer künftigen Gesellschaft, da sind wir ja sehr zurückhaltend oder ich sage mal auch zurückgeblieben, auch in unserem Parteiprogramm. Was sind unsere Vorstellungen über eine neue Gesellschaft? Wir sagen irgendwo immer, wir wollen diese Gesellschaft verändern, wir wollen sie umgestalten, neu gestalten, wie auch immer, wir wollen eine neue Gesellschaft, demokratischer Sozialismus und dabei bleibt es stehen. Was ist denn das eigentlich? Wo wollen wir da hin? Da sind wir, glaube ich, stehen wir sehr am Anfang. Da werden wir ganz sicher auch nicht. Also da wird es auch nicht von heute auf morgen den Stein des Weisen geben, aber in der Einladung zur heutigen Veranstaltung steht drin, wir brauchen verschiedene Perspektiven und diese verschiedenen Perspektiven müssen vermittelbar sein. Da sage ich, okay, aber es ist nicht alles, ist im Kompromiss zu machen. Also ich kann sicher ganz verschiedene Perspektiven und wir sagen, wir sind eine pluralistische Partei, wir haben verschiedene Ansätze. Ich denke, trotzdem müssen wir uns irgendwann auch mal auf ein paar Punkte einigen können. Wir müssen auch mal sagen, so, und das ist aber jetzt das, was tatsächlich das Gemeinsame ist. Und dahin müssen wir uns sozusagen hinentwickeln. Und da kann es zunächst mal unterschiedliche Perspektiven geben, aber aus diesen unterschiedlichen Perspektiven muss auch irgendwann mal auch was Gemeinsames entstehen. Ich denke, dass wir in vielen Fragen immer erst zuallererst einen Kompromiss suchen und immer erst suchen, also was sind eigentlich... Warum kann man das jetzt nicht fordern, weil es könnte die und die Folgen haben? Und wir denken dann zu wenig, nein, wir müssen es aber jetzt fordern, weil wir brauchen sozusagen langfristig, brauchen wir dieses Ergebnis. Das ist bei der Kohle, also insgesamt bei der Energiewirtschaft, ist es so, beim Umstieg, beim Ausstieg ist es so, ist es in der Verkehrspolitik so und so weiter. Wir brauchen tatsächlich so ein Gesamtkonzept, so ein sozial-ökologisches Gesamtkonzept und ich glaube schon, dass wir da mit dem Plan B einen solchen Entwurf haben. Ich glaube auch, dass das Herangehen oder der Umgang mit dem Plan B auch etwas ist, was durchaus vorbildlich ist, wenn ich jetzt mal unsere Macherinnen und Macher da ein Stück weit loben darf an dieser Stelle, weil ich glaube, das also einzustellen, zu sagen, wir fordern auf zum Diskurs, wir wollen darüber diskutieren, es ist nicht das Fertige, was wir hier haben, auch Fragen zuzulassen zum Beispiel, die haben wir in dem Plan B mit drin, und dann zu sagen, und wir diskutieren jetzt über diese Fragen, lass uns mal reden darüber, aber es muss jetzt weitergehen. Ist mir klar, wir sind ja dran, das zu überarbeiten, aber es muss ein Stück weit weitergehen. Wir brauchen jetzt auch, es müssen jetzt auch mal Antworten da sein an einer bestimmten Stelle. Und daran sollten wir gemeinsam arbeiten. Ich denke, dass die heutige Tagung wichtige Impulse setzen kann. Es darf dabei nicht stehen bleiben, zumal die Tagung hat viele interessante Themen. Ganz viele. Um nicht zu sagen, zu viele interessante Themen. Das heißt, ich glaube, wir sollten vielleicht einfach die Themen auseinandernehmen und sollten zu jedem einzelnen Thema eine Tagung machen und einen ganzen Tag tagen. Also um dann wirklich am Ende mal zu einem Ergebnis zu kommen. Ich möchte euch gerne als Stiftung, und ich gucke jetzt mal ganz scharf auf Micha Brie, als Stiftung das Angebot machen, dass wir das ein Stück weit als Auftakt verstehen, dass wir sagen, es sind ganz wichtige Fragen, die hier wirklich anstehen, und zwar aus den unterschiedlichen Sichtweisen, die ja hier gestellt sind. Und ich möchte gerne die Stiftung als sozusagen als Angebot geben dafür, dass wir hier den Raum bieten,
dafür in den Gesprächskreisen, in den Bereichen, die wir haben, mit Studien, die wir in Auftrag geben könnten zum Beispiel, aber eben auch mit solchen Tagungen, so öffentlich wie möglich, dass wir hier tatsächlich über diese Fragen weiter diskutieren können und dass die Stiftung da das Angebot machen würde, hier auch weiter darüber sozusagen im Gespräch zu bleiben. Mit Ihnen, mit euch, mit uns allen. Ja, ganz herzlichen Dank. Applaus